Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde bei Game of Dwarves. Ja, wir gehen direkt wieder zurück in den Nordpass. Und schließen den hoffentlich heute ab in dieser Aufnahmesession. Und dann geht's gleich weiter in die Magierfestung. Okay. So, da sind wir wieder. Alles ist, wie es sein sollte. Hier können wir gleich mal neue Grabbefehle geben. Ich weiß nicht, wurden die alten gecancelt oder... Na, gucken wir einfach mal hier und hier. Können wir auch Grabbefehle geben. Ja, die Tafeln haben wir schon alle angeklickt. Das ist okay soweit. Und ansonsten scheint alles in Ordnung zu sein. Wie sieht es mit unseren Laufschuhen aus? Die sind bereits erforscht. Das heißt, wir können erstmal zweite Luft machen, dass unsere Mobilität etwas besser wird. Und dann sehen wir weiter. Und ja, die sind fleißig hier am Buddeln. Die verschiebe ich mal hier rüber, dann kann ich nämlich dann nachher hier runter buddeln und hier noch eine Leiter setzen. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir weiter lang buddeln müssen. Also ja, wir können hier lang buddeln in den Raum. Können wir mal ein bisschen so eine flachere Ansicht haben. Hier sind noch kleine Räume. Vielleicht ist das noch ein großer Raum, den wir aufdecken können. Und ja, da geht es immer weiter nach unten zum Aufdecken. Oh, Silber. Silber ist schön. Oh. Mein Bergarbeiterzwerg ist schon angekommen und pennt eine Runde. Das ist auch gut. Wir können mal unseren Militärzwergen was Gutes tun, da wir genug Eisen und so haben. Oh, die kosten Gold und Eisen. Ich dachte, die kosten Holz und Eisen. Okay, dann lassen wir das erstmal. Wir können theoretisch mit dem ganzen Holz, was wir haben, hier die Brücken durch Blöcke ersetzen. Dass wir darauf auch noch Laubboden bauen könnten. Oder wir bauen hier mal alles weiter mit Holzfloors. So, dass das Ganze etwas schicker aussieht. So. Und so. Ach, den kleinen Zwischenraum hier auch noch. Und hier unten können wir auch alles mit Holz zubauen. Weil, wie gesagt, Steine müssen wir aufheben. Brauchen wir noch für Statuen. So. Sieht alles schon mal ein bisschen holziger aus. Und jetzt noch Holzwände. Hm, wo sind meine Bergarbeiterzwerge? Der ist hungrig, also geht da was essen. Und der geht da drüben weiter graben. Sehr schön. So, geben wir ihm auch gleich mal den Befehl hier, dass... Ich kann mir leider nicht anzeigen lassen, was für Blöcke das sind, aber ich glaube, die Blöcke geben auch Geld. Also ich wüsste nicht, was für eine Ressource das sonst sein sollte. Und er hat auch Hunger. Und kehrt um. Ah, jetzt kommst du zum Graben wenigstens. Wobei dein Hunger auch wieder größer wird.
Jo, die schlafen sich leider nicht aus und essen sich auch nicht ordentlich satt. Wobei, du siehst jetzt ziemlich satt gegessen aus. Jo. Mit der Nahrung sieht alles okay aus, soweit. Dann gucken wir mal, was für Erz ist das, was wir hier ausgraben. Ach, das ist Obsidian. Nee, das ist Titan. Harter Rohstoff für Fallen, okay. Da habe ich mich wohl vertan. So, bauen wir gleich mal hier eine Leiter hin, dass die auch wieder hier rauskommen. Ohne, dass ich die ganze Zeit nach ihnen gucken muss, nach den beiden. So, du gehst essen, das ist okay. Ich bräuchte halt mal einen besseren Tisch. Aber den einzig guten Tisch, den ich bauen kann, ist der aus Turmalin. Wobei... Listen up now. Wo ist dieses verdammte Ding? Ja. Das kennen wir bereits, den Satz. Wenn es dem Zwergenprinz zu lange dauert. Nun, die Möglichkeit, die wir hätten, wäre, abgesehen, dass wir den Stein hier noch ausheben, wäre jetzt etwas Holz zu verkaufen, um an genügend Gold zu kommen, um Hemford mal einmal abzugraden. Aber eigentlich denke ich mal, dass in der Mission zwei Militärzwerge reichen, wenn wir sie ordentlich boosten. So. Du gehst jetzt da drüben weiter graben, weil hier sind wir einigermaßen fertig. Jo, er geht in... Ne, er hilft hier beim Graben, weil du bist jetzt wieder müde. Oh, wir haben einen Punkt, aber... Ja. Das dauert noch eine Weile. Gucken wir währenddessen mal, was wir sonst noch erforschen könnten. Bessere Spitzhacken, dass Zwerge schneller graben, wäre eine Sache. Die noch nett wäre, neben weicheren Betten. Aber alle Arbeiter schneller machen, ist, glaube ich, besser. Also warten wir auf einen weiteren Forschungspunkt. So, ihr seid jetzt am Üben. Das ist übrigens falsch. Ich möchte euch gerne so aufgestellt haben. Jawohl. Und ja, es geht sogar noch höher als Stufe 10. Also was die Level der Zwerge angeht. Hier ist ein ziemlich großer Raum, beziehungsweise zwei Räume, wenn ich richtig sehe. Dann gucken wir mal, wo wir da reingraben. Und danach graben wir uns hier lang weiter. Ah, wie kommen wir eigentlich an die Räume? Achso, das war die Idee hier. Hier lang zu graben. So, was haben wir entdeckt? Eine Goblin-Truppe, die jede Menge Gold bewacht. Okay, warten wir mal, bis sie sich da rausporten. Was sie jetzt schon machen. Ich glaube... Ich hole mal ein bisschen schnell Verstärkung. Nicht mein Bett töten, das war teuer. Genau. Der Goblin jagt jetzt meine Bergarbeiter. Und da haben wir noch mehr Goblins, hä? Ja.
Also, alle hier hoch und dann kloppt euch ruhig weiter. Und da kommen nämlich schon die nächsten Goblins. Das könnte ein bisschen lustiger werden. Wow. Dich hole ich mal ganz schnell da raus. So. Oh. Das war jetzt nicht so schön. Ich weiß nicht, ob der eine Zwerg das schaffen wird. Hoffen wir es mal. Gut, dann muss ich wohl den Zwerg hier gleich ersetzen. Okay, einen hat er tot gekriegt. Wow, und den anderen auch, aber jetzt ist er selber gestorben. Okay. Bitte zwei neue Jungzwerge. Ups. Das war aber ein bisschen zu viel Goblin auf einmal. So, verbreitet mal hier ein bisschen, dass wir... Und benutzt die Steintafel. Und hier ist schön viel Gold. Ah, lass mal weiterlaufen, ja. So viel zu meinen Armen. Militärzwergen. Fast da. Aber ob der Schatz noch da ist? Vielleicht sucht genau in diesem Augenblick ja noch jemand danach. Ah, erspar mir das. Ja. Zwergische Trollkommentare. Oh, Eisen. So, Jungzwerge sind da neue. Kriegen auch schön Erfahrungspunkte durchs Nichtstun. Er will schlafen, kommt die Treppe nicht hoch vor lauter Müdigkeit. Eisen. Oh, und genug Stein für die letzte Statue. Wir haben übrigens schon mal eine King's Quest abgeschlossen, nämlich die Gegner töten, King's Quest. Jetzt können wir noch die mit den Statuen abschließen. Holzpflaster. Um hier noch den restlichen Bereich, die Wände zu verschönern. So. So. Und natürlich hier unten noch. Ups. Die beiden wollte ich eigentlich nicht da oben hin haben. Die können wir nachher wieder verkaufen. Gehe ich einfach mal am besten etwas runter von der Achse. So, ist das schön viel besser. So, wir haben Statuen gebaut. Da fehlt ein Holzboden. Unter der einen Kiste. So. Und da drüben fehlen noch solche hier. Mhm. So, hier wieder raus. Und ich habe gerade irgendwas verkauft, was ich nicht hätte verkaufen sollen. Habe ich eine Leiter verkauft? Ernsthaft, was habe ich gerade verkauft? Ich hätte schwören können, ich habe gerade irgendwas Teures verkauft. Aber fehlt nichts. Gut. Stühle sind noch da, Tische sind noch da.